Huhu, Leute, hier ist wieder Frelle. Willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Letztes Mal sind wir hier mit Zidane und seinen Kollegen mal Lilly besuchen gegangen. Aber Zidane ist irgendwie nicht so wohl dabei. Und ja, er war total sprachlos, als er jetzt Lilly gesehen hat, die jetzt hier ihre Thronfolge antreten wird. Und wir, ja, was wir jetzt machen, müssen wir jetzt halt mal sehen, ne? Ja, an der Stelle auch ein herzliches Willkommen und liebe Grüße an die ganzen neuen Abonnenten, die jetzt gekommen sind. Durch meine, wahrscheinlich mitunter durch meine, durch meinen Gastauftritt bei Herrn Kelturio. So, okay, ja, Zidane, wieso wolltest du ihn denn nicht sagen? Aber... Das wären nicht meine Worte gewesen. Nichts davon wären meine wirklichen Worte gewesen. Ich hätte mir ein paar Dinge zurechtgelegt, die ich Lilly sagen wollte, aber wenn ich sie treffe, aber das wären alles nur Lügen gewesen. Nicht meine Worte, nicht was ich ihr wirklich sagen will. Halt die Ohren steif, Lilly. Lass sie nicht unterkriegen. Wenn du mal Rat brauchst, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Die üblichen Floskeln halt, ne? Nichts als verdammte Lügen. Nicht meine Worte. Nicht meine wirklichen Worte. Tja, dann sag doch, was du wirklich sagen willst. Komm mit, verlass uns nicht. Ich hätte es mir ja denken können, Zidane hat nichts außer Lilly im Kopf. Ja, jetzt haben wir mit Aiko eine Szene hier. Ja, und der gute Zidane hat ja immer noch nicht den Brief erhalten. Und um den geht es jetzt hier nämlich wieder. Hätte ich doch bloß nicht diesen Brief geschrieben. Aber Zidane wirkt so einsam auf mich. Wenn Aiko doch nur was für den armen Zidane tun könnte. Ja, kannst ihn ja wieder so eine Juckzirpensuppe kochen. Aber da brauchst du wieder Quina dafür, ne? Ah, Zidane, du Blödmann! Blödia! Zidane, du Dauerschlauchsteher! Ja, das ist auch ein cooles Schimpfwort, kenne ich auch noch nicht. Aber da er an solchen Dingen ja nie was blickt, hat er die Gefühle von Aiko bisher bestimmt noch gar nicht bemerkt. Tja, da hast du irgendwie nicht die richtigen Signale gesendet, wahrscheinlich Aiko, obwohl du hast ja eben schon ziemlich direkt gesagt, was du von ihm hältst, aber na gut. Ist vielleicht ein wenig gemeint, sie dann gegenüber, aber es ist besser, wenn er Aiko hier heute Abend nicht trifft. Was, du willst ihn versetzen? Das ist aber gemein. Ich verschwinde besser schnell von hier, bevor dieser Nichtsmerker noch aufkreuzt. Er denkt vielleicht noch, Lilly hat ihm einen Liebesbrief geschrieben. Ah, da kommt wer, vielleicht schon Zidane. Auweia, ich muss mich schnell wo verstecken. Jetzt kommt eine coole Musik wieder. Ey, das ist Blank und Markus. Ja, eine sehr witzige Musik, die diese komödiale Szene hier sehr gut unterstützt. Sieht ja nicht so aus, als wäre hier jemand in so Blank. Ruhig Blut, wir sind nur ein bisschen zu früh dran, das ist alles. Wir werden ja sehen und so. Aber sag mal, Blank. Irgendeine Ahnung, von wem der Liebesbrief sein könnte und so. Okay. Die beiden Schurken haben den Brief also auch irgendwie in die Finger gekriegt. Also wirklich, Markus, hast du nicht gelesen, den Lappen? Bei der Ausdrucksweise, das kann nur eine piekfeine und bildhübsche Dame sein, Mann. Tja, kann auch ein Mann geschrieben haben, da hast du mal daran gedacht. Meinst du, na, du prallst ja immer rum, in jedem Haufen eine Braut. Aber mit einer Frau gesehen habe ich dich noch nie und so. Genau, bist bestimmt voll der Hochstapler. Immer nur posen. Und überhaupt, der Brief ist ja auch nur von sonst wo oben auf dem Kopf. Ist dir ja auch nur von sonst wo oben auf den Kopf gesegelt. Als du dich im Schloss rumgeschlichen hast und so. Ach, so war das also. Und wer hat den denn als letztes genommen? Beatrix oder so? Oder war es Steiner? Du darfst es nicht, hä? Die Kleine schämt sich eben, mir den Wisch persönlich zu geben. Und hat halt auf diese Methode zurückgegriffen. Ist sehr weit hergeholt, die Stories, mein guter Blank. Und was soll überhaupt, was sollen eigentlich diese ganzen Zweifel meiner überragenden Wirkung auf das weibliche Geschlecht? Ja, du mit deinen feuerroten Haaren, ich weiß ja nicht, ob das so gut ankommt. Also ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, der kommt natürlich nicht wie die Axt im Walde daher, sondern erstmal, Blank, ich glaube, da kommt wer und so. Hey Markus, lass die Leute gefälligst ausreden, Mann. Wir sollten uns verstecken und so. Ist gut, ist gut. Und wieder den Brief verloren. Und dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Von nun ab wird dieser Wachdienst verstärkt. Einfach zu viel Unfug hier in letzter Zeit.
Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel, von unten ein heißes Patrouillieren, bis die Füße abfallen. Dann gibst du, du wolltest nur sehen, wer jetzt hier zu dem Brunnen kommt, wer den Brief geschrieben hat. Rechts, in Ordnung. Links, liegt Müll rum. Hallo? Abfall, hier. Achso, da habe ich wohl vorweg gegriffen. Steiner hat den Brief noch gar nicht gelesen. Dann liest ihn erst jetzt. Nein, das ist kein Abfall. Das scheint ja ein Brief zu sein. Auch das kann Abfall sein. Was ist das? Was ist das? Tja, das kennen wir ja schon. Oh, was ist? Das ist doch nicht mein Liebesbrief. Und er bounced wieder um. Aber von wem? Und für wen? Ike und Blank und sie dann belauschen das Schauspiel hier. Da steht wieder ein Absender noch an dem Finger dran. Nicht doch. Hat vielleicht jemand, der die Route meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hergelegt, damit ich ihn finde? Ja, du wolltest doch die Patrouille verstärken, also das kann ja niemand gewusst haben, dass du jetzt nochmal hier rankommst. Steiner, musst du schon ein bisschen näher nachdenken. Oh, da kommt Beatrix und das Chaos ist perfekt. Aber könnt ihr mir denn... Hm? Steiner. Beatrix, ihr... ist das jetzt etwas, was die Erwachsenenliebe nennen? Ja, findest du nicht auch sowas für sie dann? Wenn nicht, dann ist irgendwas verkehrt bei dir. Blank. Schnauze, Markus. Der Markus weiß gar nicht, wie ihm geschieht hier. Steiner. Beatrix. Was machen die da? Was machen die da? Blank, das hier macht mich alles. Das hier macht mich alle. Ich krieg gleich Nasenbluten. Ja, das heißt bei den Japanern immer, dass sie irgendwie Liebe verspüren oder so. Das ist irgendwie ganz komisch bei denen. Dieses Symptom. Du verdammtes Nervenmittel, stopf dir beide Daumen in die Riecher und seid nicht still. Ja, jetzt müssen die sich ja gegenseitig auch schon gesehen haben. Also Aiko und die Tantalusbande. Hatschi! Oh, jetzt wollten sie sich gerade näher kommen. Da dreht sich Beatrix beschämt weg. Und Bart fehlt natürlich auch noch. Hatschi! Gesundheit, Hatschi, Schatzi. Chef! Und Facepalm von Markus. Schade, gerade jetzt, wo es spannend wurde. Und Steiner wird bestimmt auch leicht rot jetzt. Ja. Das war nochmal eine schöne Komödie gerade. Schönes Schauspiel. Und die landen wir wieder in der Kneipe. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo sie dann sein könnte? Nicht die leiseste. Vielleicht kommt er da. Ich gehe ihn suchen. Achso, wie ist noch vom Stuhl aufgestanden? Und plumps macht's wieder. Was machst du da? Pass halt besser auf. Eiko ist gerade ganz aufgebracht. Also nimm mal ein bisschen mehr Rücksicht. Du hast ihn noch umgerannt. Mann, der arme Hügel muss immer einstecken. Aber er beschwert sich halt nie. Der müsste wirklich mal richtig auf die Kacke hauen, so wie es Sidani mal gesagt hat. Gebt mir aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerl oder wie das hieß. Ich erlaube mir einzutreten. Ja, das ist nicht die Art, wie man in eine Kneipe reingeht. Professor Risotto. Ist hier eventuell gerade ein kleines Fräulein namens Aiko reingekommen? Ja, die haben wir gesehen. Oh! Der gescheite Onkel. Der nimmt den gescheite Onkel von neulich. Danke, Sir. Hoho, Freund, fröhlich und munter wie immer, wie mir scheint. Tja, Aiko ist immer fröhlich und munter. Tja, außer wenn sie da nicht gerade um die Finger wickeln kann. Aber eigentlich würde ich am liebsten ja weinen, weil im Herzen von Zidane kein Platz mehr für Aiko ist. Hast du gerade etwas gesagt, mein Kleines? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Aber sag mal, weswegen bist du denn zu Aiko gekommen, netter gescheiter Onkel? Ach ja, richtig, das hätte ich ja noch beinahe vergessen. Also, dieses Dorf, aus dem du kommst, wie ist es doch gleich? Mit den Sari? Ja, mit den Sari. Nun ja, ich würde lieben gerne mal mehr über mit den Sari erfahren. Ja, dann musst du halt mitkommen durch die Fossilienmine. Kein Problem. Weil du so nett warst und diesen Brief für mich geschrieben hast, erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Professor Motorola. Aber hier plaudert sich's nicht so gut. Können wir uns bei dir unterhalten? Bei mir? Nun, mein Haus befindet sich in Treno und das ist bedauerlicherweise ein gutes Stück von hier. Ja, das wird auch schwer dahin zu kommen.
Trainer, das klingt aber irgendwie interessant. Fein, Eiko ist zurzeit sehr wissensdurstig und will viele neue Orte kennenlernen. Also macht es gar nichts, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Lass uns gehen. Ich komme auch mit. Im Trainer findet doch sowieso gerade das große alljährliche Kartenturnier statt, oder? War ein bisschen Zerstreuung für sie da, ne? Da wollte ich schon immer mal dabei sein. Kartenturnier? Klingt ziemlich aufregend. Ja, eigentlich ist ja Vivi unser Kartenspieler hier in der Gruppe. Aber ich glaube, Vivi ist eher der Sammler und Zidane ist eher der Zocker. Ich will auch mitkommen. Das gleiche gilt für mich. Ja, warum Freya mitkommen will, ist fraglich, aber gut. Und warum Mahagon mitkommen will, wissen wir ja schon. Trainer, soll mir recht sein. Ja, weil er natürlich wieder Zidane auf den Fersen bleiben will. So, und Professor Motorola. Huhu, ehe man sich's versieht, hat man schon eine ganze Reisegruppe zusammen. Schön, schön, es soll mir ein Vergnügen sein, euch allen Trainer zeigen zu dürfen. Das ist schön, Professor Rollmops. Dann gehen wir mal los. Ja, und wie kommen wir jetzt dahin? Das ist eine gute Frage. Nebel ist keiner mehr da. Ach doch, hier unten ist noch was. Hier gibt es noch Nebel. Erinnert mich irgendwie an Ifas Baum, vor der Nebel abzog. Ja, und also, das ist ja jetzt hier der Gargantula-Tunnel. Das wisst ihr ja noch. Aber die ist ja kaputt gegangen, als wir das letzte Mal hier gefahren sind eigentlich. Die ist ja zerschellt im Zinnengebirge. Hat die jetzt jemand wieder repariert irgendwie? Professor Toto oder so, während wir weg waren? Na, kann natürlich sein. Aber der Nebel scheint auf jeden Fall dünner zu sein als vorhin. Findest du nicht? Ja, Hauptsache bloß der dumme Basilisk kommt jetzt nicht wieder angeschissen. Der hat dann Entwicklungsstufe 3 und hat dann wahrscheinlich Hyperstrahlangriff oder so. Nun ja, ich hatte bereits gehört, dass ihr den Nebel vertrieben haben sollt. Aber ich denke, es sind deswegen noch Reste von ihm hier zu finden, weil er die Wurzeln entlang in die Tiefe steigen konnte. Ist das eine Gargantula? Ja, die kennen wir ja schon, aber Freya natürlich noch nicht. Und Mahagon, weiß nicht, ob der schon mal eine gesehen hat. Und Eiko dürfte auch noch keine gesehen haben. Also dann, wollen wir mal langsam... Ja, wie nehmen die alle da drin Platz? Da war doch für 4 Leute maximal Platz oder so. Oh, und Hofnarren des Schwermuts. Und ihr wisst ja jetzt, dass wer das sein könnte. Na, wer ist das wohl? Und leider geht die Musik ja schon später los, aber das Coolste ist das Vorspiel. Deswegen muss ich schon langsam lesen, damit sich der Soundtrack noch einmal wiederholt und das Vorspiel kommt. Zorn, wie habe ich den gesprochen? Ja. Hier ist niemand, sag ich. Bist du sicher, frag ich? Sicher bin ich sicher, sag ich. Hast recht, ich kenne das, sag ich. Sag ich doch, sag ich. Aber was machen wir jetzt, frag ich. Wir bitten ganz herzlich, uns wieder das Schloss aufzunehmen, sag ich. Meinst du denn, sie nimmt uns wieder auf, frag ich? Ja, das glaube ich nicht. Ihr habt ihr die extra, die Bestie extrahiert und sie fast umgebracht. Wäre Beatrix nicht gewesen. Probieren jetzt über schon ihren, zack. Hm. Wir stecken uns besser, zack ich. Da kommt Markus und Blank an von ihrer nächtlichen Beobachtungsaktion. Scheint keiner hier zu sein. Scheiße, so und so. Alles, was wir für sie da tun können, ist wohl so wie jetzt Nachtwache schieben. Hier gibt es doch genug Soldaten, die das machen, oder nicht? Und so und zusehen, dass in Alexandria alles friedlich bleibt, oder? Ja, die haben ja die Pluto-Truppe und die Alexandria-Soldatinnen, also ich weiß nicht, was ihr jetzt noch wollt. So ist es, aber sie dann fühlt sich dadurch besser und so. Ja, verdammt, ist das heute aber unheimlich ruhig. Ja, diese Statue, die ist irgendwie der Blickverdecker Nummer 1 hier in dem Spiel. Also gut, machen wir noch eine Runde. Du sagst es und so. Geschickt gemacht. Puh, die hätten uns beinahe gefunden, sag ich. Aber was machen wir denn jetzt, frag ich. Na, das ist doch klar, sag ich. Muss ich diesen Typen aufhalten, da haben wir nichts verloren. Nichts wie raus aus Alexandria, sag ich. Tja, die Meisterin von denen, Brane, ist ja jetzt weg.
Jetzt haben wir natürlich keine Intrigantin mehr, die sie sich anschließen können. Und wir sind in Trenor angekommen. Dass man so nach Trenor kommt. Ich bitte vielmals, die höchst unkomfortablen Umstände unserer Reise zu entschuldigen. Ja, sie dann mussten. Mahagon musste wahrscheinlich die beiden Kinder auf die Schultern nehmen. Und Sidan musste Freya auf den Rücken nehmen oder so, damit die alle hinkommen. Und Professor Toto wurde an die Gargantula gebunden oder so. Keine Ahnung. Passt schon. Hey Mahagon, warst du schon mal in Trenor? Wie steht es bei dir? Ich, wo es hübsche Mädchen gibt, da bin ich zu Hause. Michael will sich erstmal ein bisschen die Stadt anschauen. Über Medellin Sari können wir nachher noch plaudern. Ist das in Ordnung? Aber sicher, nur zu. Wir haben es ja nicht eilig. So, was machen wir jetzt? Was klotzt du wieder so planlos? Durch die Gegend, komm mit! Oh, der arme Baby. Wer, ich? Ja, wer denn sonst? Eiko ist das erste Mal hier, du musst mich also rumführen. Die benehmen sich echt wie so ein altes Ehepaar irgendwie. Das ist so genial. Ich werde auch einen kleinen Bummel machen, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Mahagon, was hast du vor? Hm. Was geht dich das an? Ich werde einfach nicht schlau aus dem Typen. Oh, da fällt mir ein, heute ist ja der letzte Tag des großen Kartenturniers. Echt? Das möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Meine Fertigkeiten als Spieler sind zwar überaus bescheiden, aber es wäre mir eine Freude, dir unter die Arme zu greifen. Sollst du denn auf Probleme stoßen? Aber so schlecht, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, spiele ich dann auch wieder nicht. Oh, entschuldige meine Unaufsichtigkeit. Viel Glück. So, und das erste ATE gleich. Lehrerin Aiko sagt. Ja, was Lehrerin Aiko sagt und was wir hier in Trenor alles machen. Und, ja. Was wir noch für ATEs hier sehen, das sehen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy 9. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.